Vortrag ist der Kulturwandel vom Data Warehouse zum Data Lake bei Scout24. Wir haben seit 15 Jahren ein Data Warehouse, das ist gewachsen, wurde immer komplexer, nicht mehr steuerbar, nicht mehr bearbeitbar. Wir mussten uns eine Alternative suchen, haben dann den Weg gemacht in den Data Lake. Und unser Learning jetzt hat nach 2 Jahren Data Lake, es scheitert nicht an der Technologie, es scheitert eigentlich auch nicht an den Skills der Mitarbeiter. Wir brauchen den Kulturwandel in der Firma, dass jeder über Daten nachdenkt und dann jeder auch bereit ist, mit Daten zu arbeiten. Kulturwandel, super schwierig, ist nichts, was von heute auf morgen geht und was nicht geht, weil man es den Mitarbeitern sagt. War ein Prozess über mehrere Jahre jetzt. Bei Scout haben wir ein sogenanntes Data Landscape Manifesto veröffentlicht. Das sind 7 Principles, die beschreiben, wie Scout mit Daten arbeitet. Und der entscheidende Punkt in diesem Data Landscape Manifesto ist, dass wir das englische Wort ist Ownership, also die Verantwortung der Daten auf die schieben, die die Daten erzeugen, ja, und auch die, die Berichte bauen, haben die volle Verantwortung für ihre Berichte. Wir haben das nicht mehr in einem zentralen BI-Tool, sondern wir verteilen das über die ganze Firma. Dadurch sind wir schneller und jeder hat die Möglichkeiten, die Einsichten zu erzeugen. Und genau diese Idee, dieses verteilten Verantwortung, haben wir in dem Data Landscape Manifesto beschrieben und seit 1,5 Jahren kommunizieren wir das auf allen Kanälen durch die Firma, versuchen Best Practices zu bauen, darüber wieder neue zu motivieren. Aber es ist ein Kulturwandel, der nicht einfach ist. Ja. Bei Scout24 haben wir den großen Vorteil, dass unsere Geschäftsleitung vollständig datengetrieben ist, vollständig von Daten überzeugt. Heutzutage schon ganz viel über Artificial Intelligence sprechen. Wir müssen oben keine Überzeugungsarbeit leisten. Ganz unten, die Engineers sind oft auch, oder die Mitarbeiter sehr motiviert, irgendwas mit Daten zu machen. Die Mittelschicht, die verantwortlich ist für den Umsatz, das Geschäft treiben muss, die muss man oft dazu motivieren und ihnen zeigen, was sie wirklich damit machen können. Ziel von Scout24 ist es, we connect people, cars and homes. Also wir versuchen, über unsere Plattformen Autos und Häuser den Menschen einfacher zum Erwerb zu bringen. Und dafür können wir natürlich datengetrieben gut erkennen, was unsere Nutzer auf den Plattformen machen. Mhm. Und jeder Produktmanager sollte, bevor er eine Entscheidung trifft, die Daten anschauen und sie mit Daten belegen. Und dann schauen, ob das, was er Neues baut, auch erfolgreich sein wird. Ist schon, wie gesagt, für unseren E-Commerce-Bereich was großen Einfluss hat. Aber wir glauben, dass wir das in allen Bereichen eigentlich sehen können. Je mehr datengetrieben man ist, umso erfolgreicher ist eine Firma. Bei Scout24 haben wir festgestellt, wenn wir alle dafür enablen, dass sie datengetrieben arbeiten können, entstehen vollständig neue Ideen, über die selbst das Management noch nicht darüber nachgedacht hatte. Und wir sehen heute, dass unsere Mitarbeiter auch darüber nachdenken, wie kann man Autoscout und ImmoScout die Daten zusammenbringen und daraus neue Produkte entwickeln. Was verpasst man auf der TDWI München? Ich bin schon selber zum 4. Mal da, zum 3. Mal einen Vortrag. Ich schätze es sehr, hier mit dem Publikum Networking zu machen, zu sehen, was andere Firmen machen, weil man hier einfach sieht, was in Deutschland im BI, im Data-Umfeld passiert. Mir macht es immer wieder riesig Spaß, hier zu sein und auch eben Input zu geben, was wir machen, aber dann auch wieder Input zu bekommen, was andere zu machen.